Also ich bin ja so ein großer Fan auch von Ihnen persönlich, Frau Parker. Sie sind so eine richtige Powerfrau. Also für mich und meine ganze Familie sind Sie einfach ein Vorbild. Und ich muss wirklich sagen... Dumme Sau, ey. Gut. Das folgende Programm wird Ihnen stark freundlich präsentiert von Parker Pharmaceutics und Salon Sales Cosmetics. Hallo, meine Lieben, wir sind wieder da. Es geht weiter mit Beauty und Lifestyle mit Jurassica Parker und Parker Pharmaceutics. Und Saddam Hussein Cosmetics, ja, das ist eine Kooperation. Und liebe Barbara, ja? Lass uns doch heute mal über Chemikalien sprechen. Wie und, immer, oder? Ja, und lass uns doch auch mal über Glyphosat sprechen. Denn Barbara, wie du weißt, ja? Glyphosat ist ja so schlecht durch die Presse gekommen. Das waren für mich Fake News. Glyphosat kommt ja gar nicht aus der Landwirtschaft, sondern eigentlich aus der Kosmetikindustrie. Nein, ich habe lass die Bombe platzen. Erfunden damals. Jessica Park hat Glyphosat erfunden. Das ist total. Und zwar Glyphoskin 24 heißt das alle. Ja. In der Plusformel, meine Liebe. Diese Kosmetik hat ja das Originalprüfsiegel von Julia Klöckner. Ach so, ja. Das ist doch mal für Sie da draußen eine Sicherheit. Das ist ein Top-Produkt. Ist ein Top-Produkt. Sicher, pflegt, reichhaltig, macht eine tolle Haut. Und ich könnte unendlich weitersehen. Es kann auch zum Abbeizen verwendet werden. Und oder zum Möbelabbeizen. Oder zum Möbelabbeizen. Ach, ja. Wie toll, meine Damen. Ja, Barbara, jetzt halt doch mal deinen Mund, weil ich habe ja natürlich, weil ich ja einfach eine wahnsinnig tolle Geschäftsfrau bin, habe ich natürlich auch einen kleinen O-Ton von der Julia Klöckler mitgebracht. Die ist nämlich meine Stammkundin. Können wir das einspielen? Und ich werde Ihnen jetzt mal ganz klar und deutlich was sagen müssen. Ohne Scheiß, ich habe diese Jessica Parker in meinem ganzen Leben erst einmal getroffen. Ja, und da muss ich sagen, das ist unanständig, sowas. Und dann steht auf dieser minderwertigen Kosmetik auf einmal so eine Art Prüfsiegel mit meinem Namen. Julia Klöckler ist übrigens mein Name. Ja, und ich glaube, da sind wir alle gefordert, gegen diese kriminelle Krawalltunte vorzugehen. Aber ist das nicht auch ein großer Verdienst von Frau Parker, dass sie es wenigstens geschafft hat, im Gegensatz zu Ihnen, Frau Klöckler, das Glyphosat von deutschen Ackerböden wegzubekommen? Diese Kosmetik, also ich persönlich würde diese Kosmetik, noch nicht mal meinem aller schlimmsten Feind auf die Ackerfläche spritzen. Wow, das ist eine Powerfrau, Julia Klöckner, Mutter, Geschäftsfrau, Politikerin, Topmodel und Glyphosat-Liebhaberin. Ist ja meine Stammkundin. Die benutzt das, glaube ich, wie lange schon? 2 Tage. Barbara, vielen Dank. Was ist drin? Ja, schrei mich doch nicht schon wieder so an, Barbara. Darf ich jetzt mal die Inhaltsstoffe vorlesen? Nämlich neben Glyphosat und Wasser ist nämlich auch noch ganz viel anderes Wertvolles drin. Barbara, das muss ich ja wirklich ablesen, weil es sind so komplizierte Worte. Aluminiumchlorid zum Beispiel ist drin. Dann Benzol. Oh, das ist bestimmt nicht Coral Reef safe, oder? Nein, natürlich nicht, liebe Barbara. Scheiße. Zum Bombenbaum wird es, glaube ich, auch genommen, oder? Natürlich, Barbara. Und das macht einen Bombentar. Und ich sagte ja auch Folgendes, ich meine, wir sind ja auch Bomben. Wir sind ja richtige Sexbomben, Barbara. Du bist eine Atombombe, meine Liebe. Ja, und ich möchte dich nicht entschärfen. Ja, Barbara. Weichmacher sind auch drin. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Das ist ja fast schon wieder verboten in Deutschland, aber hier kriegen sie die noch. Natürlich ist es in Deutschland verboten, Barbara. Das alle ist meine so Produkte toll. Sind nicht in Deutschland erhältlich. Das legt sich so schön um das, ums Haar herum und trocknet es quasi von innen heraus aus. Ja. Und das gibt diesen Glanz. Das ist toll. Ja. Oder wenn man eingewachsene Zehennägel hat, dann nur ein kleines Tröpfchen auf den Zehennagel, der fällt dann aus. Nicht zu viel, der fällt dann aus. Das wollen wir nicht. Dann wächst das halt einfach wieder alles nach. Ansonsten drüber lackieren. Darf ich dann dazu noch was sagen? Ja, du kannst nämlich die Möbelabbeize, kannst du nämlich auch als Antrieb für dein Auto benutzen. Das ist nämlich auch ein Benzinersatz. Das ist das zum Möbelabbeizen oder für den Gesicht? Beides. Beides. Das ist der Cleanser plus Gesicht plus und Gesicht. Möbelabbeizen. Ja. Toll. Und das ist fürs Auto. Das ist fürs Auto und die Nägel. Der eingewachsene Fußnagel, genau. Haben wir ja gerade schon erwähnt. So. Toll.
Und das ist, glaube ich, das Serum, Timeshift-Serum. Timeshift-Serum, das sage ich dir folgendes, das kann man auch als Fußmaske verwenden, meine Liebe. Ah, das und ist, wo sich das richtig bis zum Knochen abschält und danach können sie wieder Flipflops tragen. Der Sommer kommt. Ja, endlich bei den Zombie-Look-Wagen. Oh. Zum Zähnebleachen ist es. Oh, das riecht das so richtig scharf. Darf ich mal kurz... Das können Sie sich so ein bisschen vorstellen, als würden Sie eine Batterie aufbrechen. Das ist so toll. Dieser Säuregehalt, liebe Barbara, da musst du auch aufpassen. Das ist ja nicht für jeden Hauttyp geeignet. Für welche Hauttypen haben wir denn hier was dabei? Für gar keinen eigentlich. Ach so, das ist eher so für die ganz, ganz extrem strapazierte Haut, so ein bisschen hornig. Hornhaut, das kann sehr scharf sein, meine Lieben. Da müssen Sie sich nicht verrückt machen lassen am Anfang. Das kann brennen, kann auch ein bisschen rot werden an manchen Stellen. Wenn es Blasen schlägt, einfach weiter verwenden. Das bedeutet, das Produkt wirkt in Ihrer Das Haut. Stimmt. Ja. Alle Produkte sind ohne Tierversuche produziert worden. Nein. Ich probiere alle Produkte direkt an Menschen aus. Wow. 100% vegan. Ach, dieser Duft, der hier vorbeischnabuliert gerade. Richtig sauer. Richtig sauer. Ich sag immer so ein bisschen Tschernobyl. Das ist so reichhaltig und pflegend. Wenn ich das aufteile, dann sagt mein Mann immer, hast du was machen lassen? Hast du die Haare neu? Ich sag immer, und jetzt kommt der Glyphoglow. Den Glyphoglow. Holen Sie sich den Glyphoglow für zu Hause. Das ist so ein bisschen leichter, finde ich. Das nehme ich immer ganz gerne tagsüber, weil das nicht ganz so fettig ist. Ja. Und das löst die Haut so ein bisschen ab vom Knochen, weil sich im Sommer schöner findet, dann kann die Luft so ein bisschen drunter. Ich habe ja auch wirklich immer sehr oft entzündete Brustwarzen. Und da verwende ich das auch immer sehr gerne. Ich habe das Go aus der Regie bekommen. Wir dürfen es doch drauf tragen. Ja, aber nur ganz kurz. Aber nur ein paar Sekunden. Nur ein paar Sekunden. Aber Halt mal bitte still. Das ist aber toll. Das riecht schon nach verbranntem Fleisch. Liebe Barbara, ich höre jetzt gerade aus der Regie, du solltest jetzt erstmal in die Krankenstation. Aber ich werde so lange weiter. Okay, meine Lieben, wir freuen uns auf 3 Stunden noch. Bis gleich.